Ich begrüße euch ganz herzlich, liebe Freunde. Lange Zeit war es still hier auf dem Kanal. Hat natürlich auch mit dem ganzen Brimbamborium der letzten Monate zu tun. Jetzt geht's aber weiter hier auf meinem Kanal. Ich möchte starten mit Let's Play Videos und habe mir natürlich, ich musste es tun, The Last of Us Teil 2 besorgt. Den ersten Teil habe ich geliebt. Ich verlinke euch auch nochmal ein Video ganz schnell, beziehungsweise pack's in die Beschreibung von Saraza. Der hat eine sehr gute Zusammenfassung gemacht, was im ersten Teil passiert ist, mit knapp 20 Minuten. Und da weiß man dann nochmal, kann man sich nochmal Revue passieren lassen, schnell, was in der Vorgeschichte passiert ist. So eine kleine Zusammenfassung, die tut ganz gut. Und wir starten jetzt mit dem zweiten Teil. Ich freue mich, wie gesagt, megamäßig. Für mich ist The Last of Us Teil 1 eigentlich eines der besten Spiele aller Zeiten, also wirklich aller Zeiten, und darum bin ich umso mehr gespannt auf den zweiten Teil jetzt. Ja, und eigentlich kann es direkt losgehen. Ich habe die Datendisk schon eingelegt, schon vorher. Das dauert so circa 20 Minuten, bis er alle Daten hier aufgespielt hat, und dann erst kann man starten mit dem eigentlichen Spiel. So, und okay, Deutsch haben wir hier eingestellt, alles klar. Und hier können wir noch ein bisschen, pass ich Markierung, okay, können es noch ein bisschen vergrößern. So in etwa, alles klar, passt. Und die Helligkeit können wir hier noch anpassen, das sieht aber für mich alles ganz gut aus. Und in diesem Sinne starten wir durch. Man hört schon leichtes Plätschern und es geht los. Ein riesentolles Abenteuer, ich freue mich echt megamäßig und ich freue mich natürlich auch, dass ihr dabei seid. Naughty Dog, ja, ein Entwicklerstudio, wo man tatsächlich sagen muss, ein Garant für gute Spiele. Alles, was die anpacken, ist Zucker. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Es geht los. Beliebige Taste drücken. Machen wir doch. Gut. Und wir wollen natürlich hier mit der Story jetzt einmal durchstarten. Neues Spiel. Ach, den Schwierigkeitsgrad. Okay, da bleiben wir einfach mal bei Mittel, würde ich sagen. Und dann kann es nach viel Einstellungsmöglichkeiten endlich losgehen. Wird jetzt wahrscheinlich mit einer kleinen Cutscene starten. Und wir werden nochmal in die Story reingeholt und dann geht es los, liebe Freunde. Und um das hier kurz zu rücken, ich muss dazu sagen, beim ersten Teil, ja, da war es zwischenzeitlich so, dass ich mich hingelegt habe, so gegen 12:30 und bin um 3:30 wieder aufgestanden, von alleine, ohne Wecker, weil ich unbedingt wissen wollte, wie geht das weiter, und hat mir gesagt, alles klar, vergiss es mit Schlafen, du gehst jetzt wieder runter und spielst weiter. Okay, wir sehen unten rechts im Bild ein Lade-Icon und ja, hat anscheinend einiges zu laden, von daher sind die Erwartungen natürlich auch umso höher, dass es auch geil aussieht. Aber das Wichtigste hier, würde ich sagen, ist das Spielerlebnis selber. Ich finde, Grafik ist natürlich auch wichtig, aber viel wichtiger als Grafik ist die gesamte Atmosphäre, das Storytelling, und das ist halt bei Naughty Dog Spielen eigentlich immer gut. So, jetzt aber, geht los. Übrigens für euch noch ganz schnell, wir weiß nicht, was passiert ist. Machen immer circa eine halbe Stunde pro Let's Play. Ich sollte sie zu den Fireflies bringen und dann gehen. Wir haben zusammen das halbe Land durchquert. Oh ja. Sie suchte nach einer Bedeutung für ihre Immunität. Irgendwann habe ich selbst an diese Heilung geglaubt. Vielleicht wollte ich sie nicht hängen lassen. Dann kamen wir an. Bei den Fireflies. Durch sie hätten sie tatsächlich ein Heilmittel entwickelt. Aber dabei wäre sie gestorben. Was machst du hier drin? Du kannst sie nicht mitnehmen. Es geht um die Zukunft. Denk an die Leben, die wir retten. Sch-
Scheiße, Mann, Joel. Was hast du gemacht? Sie gerettet. Ich erinnere mich noch sehr gut an diese Szenerie. Ja, das war echt ein heftiger Moment. Und im Moment sieht es ja fast jetzt schon so aus, als würde das jetzt bedeuten, okay, er beichtet gerade das, was er gemacht hat. Und sicher die Ausgänge. Lass sie nicht entkommen. Vielleicht will er es jetzt wieder gut machen. Also im Sinne von das Virus bekämpfen. Wirklich krass. Wie viel weiß Ellie? Nix. Sie glaubt, es waren nur Tests und ihre Immunität bedeutet nichts. Das hat sie geglaubt? Boah, Gänsehaut. Moment gerade. Wahnsinn. Genommen. Wir sollten zurück. Okay, es gibt also jetzt einen Mitwisser des Problems, nennen wir es mal. Und ich denke mal, das ist auch der Anlass dafür, dass wir wahrscheinlich da wieder zusammenkommen. Nice. Sehr, sehr nice. Ich habe richtig Bock, Leute. Und es ist natürlich auch so, von der Aufmachung her, es ist einfach wie ein geiler Film. Man hat einfach Bock, diesen Film selbst zu gestalten, selbst Teil davon zu sein. Ja, das sieht natürlich wieder wunderschön aus. Auch wenn wir hier, ich sag mal, in der Endphase der PlayStation 4 ja sind und die PlayStation 5 ins Haus steht, so muss man schon sagen, ist das halt eben grafisch immer noch echt ziemlich nice. Ja. Gut. Schön auch mit den Lensflares hier die ganze Zeit, die da so durch die Bäume kommen. Ah, wunderbar. Wunderbar. Sieht traumhaft aus. Und auch da ist jetzt natürlich jetzt wieder so das Thema intuitive Steuerung, wie es eigentlich immer bei Naughty Dog ja ist. Ich habe das X eigentlich schon vorher gedrückt, bevor ich den Hinweis gesehen habe, weil mir klar war, okay, weiß ich nicht, intuitiv halt. Okay. So, als kleine Hintergrundinformation für euch, warum es hier übrigens auf dem Kanal längere Zeit jetzt wieder nichts gegeben hat. Es lag natürlich nicht nur an der aktuellen Situation, sondern dass ich auch zum zweiten Mal jetzt mittlerweile meinen HP Pavilion Laptop schon wieder in Reparatur habe. Und das behindert mich natürlich hier in meinem Flow, weil das hier alles jetzt privat ist in meinem Keller und nicht in meinem Büro, wo ich natürlich alles stehen habe, aber
Da muss ich jetzt immer hin und her karren. Das ist auch doof. Ich habe das jetzt hier mit einem anderen Rechner gelöst, den ich hier hingestellt habe. Von daher kann es jetzt erstmal wieder weitergehen hier auf meinem Kanal. Und die nächsten Tage werden wir jetzt erstmal The Last of Us 2 Let's Playen. Und da habe ich echt mega Bock drauf. Und wenn ihr auch dabei seid, würde es mich natürlich riesig freuen, wenn wir ein bisschen Zeit zusammen verbringen mit The Last of Us 2. Und wenn ihr da auch Bock zu habt, dann lasst gerne ein Like unter diesem Video. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür. Los. Schon okay, ich mach das. Geh schon. Sicher? Ja. Sicher? Okay. Nee, doch nicht. Was wir vorhin besprochen haben. Ich hätte es wohl genauso gemacht. Ich nehm's mit ins Grab, wenn's sein muss. Ja. Ein Mitwisser zu haben bei so einer heiklen Sache. Problem. So, jetzt haben wir den Namen des Präsidenten von Naughty Dog auch nochmal gesehen. Und jetzt müssten wir eigentlich dann mit diesem Teil durch sein. Nicht ganz. Okay. Hallo? Ellie? Gleiches Problem habe ich auch immer hier zu Hause mit meiner Tochter oder mit meinem Sohn. Immer wenn man die ruft, haben die auch manche Stöpsel in den Ohren. Du kannst rufen, wie du willst. Das bringt eh nichts. Du musst einfach dann dahin gehen. Naja, so ist es halt. Scheiße. Mann, hast du mich gerade erschreckt. Exakt das gleiche Problem habe ich auch immer. Geil. Hey. Hey. Was ist denn, Joel? Ich schau noch mal rein. Schlechtes Gewissen, Freunde. Schlechtes Gewissen, die Szene gerade. Sie reden davon, wie beeindruckt sie sind von dir und wie gut du hier hilfst. Ist doch schön. Ja. Tommy und ich sind neulich ausgeritten. Und er erzählte einen Witz und ich dachte an dich. Und dann habe ich ihm alles erzählt, so wie es wirklich war. Und die habe ich nicht erzählt. So, irgendwas und jetzt mit einer Uhr. Nein, natürlich nicht. Joel, es ist ziemlich spät. Und ich muss in ein paar Stunden aufstehen. Ja, ich weiß. Ich lass dich gleich in Ruhe. Ich wollte nur... Ich will dir etwas zeigen. Gib mir nur eine Sekunde. Was ist das? Eine Gitarre ohne Saiten? Manche nennen das hier Gitarre. Doch, er hat Saiten drauf gemacht. Okay. Soll ich was spielen? Okay. Okay. Versprich mir, dass du nicht lachst. Werde ich nicht. Ehrlich. Ich verlasse mich drauf. Was kommt bitte jetzt? Jetzt bin ich echt gespannt. Oh, jetzt muss ich auch noch hier. Ach du lieber Gott, alles klar. Cool. Geil, ich kann hier drüber wischen. Das ist natürlich cool. Ich wische jetzt hier über den Controller.
Und das ist quasi meine verlängerte Hand jetzt hier. Sehr schön gemacht. Also da holen die Entwickler den Spieler direkt ab. Super. Gut, dass ich nicht singen musste jetzt auch. Also das hätte wirklich zu viel gewesen. Ich warte aber ehrlich gesagt jetzt gerade auf den Moment, der diese ganze Stimmung wegbläst und wir plötzlich in irgendeinem Panikmoment sind. Könnt ihr mir vorstellen, dass das jetzt gleich der Fall ist? Irgendein Angriff von irgendwelchen Zombies. Das war's. Naja, gar nicht mal so übel. Okay. Na, das ist doch schon was. So, gut. Also für meinen Geschmack könnte es jetzt so langsam losgehen. Nein. Mit der ersten Action. Nein, ich habe doch keine Ahnung. Ich habe versprochen, es dir beizubringen. Hast du. Na, was sagst du? Morgen Abend? Erste Stunde? Okay. Hoffentlich muss ich die nicht in echt durchführen. Okay. Quasi mit dem Controller. Ich denke aber wohl eher nicht. Weißt du den Witz wieder? Warum sollte man keine Uhr essen? Es verschlingt Zeit. Boah, also echt schon mal bessere Witze das gehört, ist Leute. Ja, danke. Träum schön. So, Tür zu. Schlafen, romantisches Bild vom Sternenhimmel und dann Peng! Dann geht's los. Wetten? Oder müssen wir jetzt nochmal Gitarre spielen? Nein, 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 nein. Okay. Das Vorgeplänkel ist vorbei. Und ich bin mal gespannt, wie sie uns jetzt abholen. Als nächstes. Auf dem ganzen, 4 Jahre später, auf dem ganzen Bild liegt auch so ein leichter Filmgrain. Also so ein leichtes Grisseln. Ist auf dem ganzen Bild zu sehen. Hey. Morgen. Sorry, ich hab total verschlafen. Gib mir eine Minute, ich zieh mich schnell an. War wohl noch ganz schön was los, als ich weg war. Ich. Sie hat mich geküsst. Das war einfach nur typisch, Dina. Es hatte nichts zu bedeuten. Ich meinte eigentlich deinen Streit mit Seth. Warte. Du und Dina? Oh. Selber schuld. Ich dachte, dass... Wir sind eine Woche getrennt und du machst dich an sie ran? Nein. Sie wollte dich bestimmt nur eifersüchtig machen. Ich hab nicht... Ich würde echt nie... Oh, fuck, ist das peinlich. Ich zieh dich nur auf, Mann. Es ist mir egal. Zieh dich an. Och, du bist so ein Idiot. Schon eine schräge Nummer von dir. Och. So, komm, Freunde. Ich will jetzt ein bisschen Action haben.
Okay. Das ist, vielleicht noch schnell duschen. So, was packen wir denn zusammen? Aha. Okay. Jacke. Rucksack. Knarre natürlich hoffentlich auch. Da ist schon mal die Knarre. Sehr gut. Rucksack. Was war das jetzt? Ja. Noch ein Notizbuch. Gut. Okay, das war's wohl. Und dann sind wir... Nee, wir sind noch nicht startklar. Da ist noch ein Messer. Scheiße. Klappe. Wollte gerade aufstehen. Wirklich. Hast du alles? So, komm, Freunde. Ja. Ein bisschen Action fände ich jetzt ganz gut. Wir haben für dieses Let's Play noch knapp 8 Minuten Pass Zeit. Pass auf, du bist heute Morgen das Stadtgespräch. Was? Habe ich das richtig verstanden? Du hast Dina geküsst. Sie hat mich geküsst. Und deshalb nannte Seth dich was nicht so Nettes. Yep. Hat Joel ihn geschlagen? Ja, geschubst. Und dann warst du sauer auf Joel. Den Teil raff ich nicht. War eine schräge Nacht, Mann. Klingt aufregend. Maria möchte mit dir reden. Wo ist sie? Im Diner. Ach, jetzt haben wir den nächsten Dialog am Start hier, wie es aussieht. Also für meinen Geschmack, wie gesagt, könnte jetzt schon mal so ein bisschen Action am Start sein. Oder so ein bisschen mehr Knallermomente. Irgendwas. Alles okay bei uns? Also ich habe zwar nach wie vor Bock jetzt zu spielen, aber... Ja, bei mir ist, wie gesagt, jetzt so nach das mit Dina ist vorbei. Gut 20 Minuten ich so ein weiß, Punkt, wo ich sage, okay, nicht, das könnte mal ein bisschen zur Sache gehen. Alles cool. Versprochen. Danke. So, wohin kommen? Hier? Ist es Laufen oder ist es Joggen oder ist es Gehen oder schnell gehen? Man weiß es nicht, aber ich glaube, keiner würde sich so über die Straße bewegen. Also entweder renne ich oder ich gehe, aber so ist es irgendwie so ein bisschen, naja. Willst du was frühstücken? Nein. Nee, so ein paar Infizierte umnieten wäre cool. Entschuldigung. Ellie, komm bitte mal her. Seth möchte dir etwas sagen. Ich will nicht hören, was dieser Heuchler zu sagen hat. Tu es für mich. Bitte. Na schön. Seth. Seth, komm her. Kommt, Leute. Hey. Okay. Letzte Nacht habe ich... Ich habe zu viel getrunken. Klar. Ich versuche mich zu entschuldigen. So, come on. Ich schlafe gleich ein. Maria hat gesagt, dass du mit Dina losziehst. Ich habe hier ein paar Sandwiches. Okay. Gut, ganz nett. Entschuldigung angenommen. Können wir dann endlich losziehen, danke, Freunde, Seth. Ey. Ja, also, passt auf euch auf. Und auf die Sandwiches natürlich auch. Komm, ich will jetzt los. Ich weiß das zu schätzen. Was hast du da? Heuchler-Sandwiches. Riecht gut. Gehören dir. Sicher? Sicher. Ich bringe euch raus. Okay. Ja, hoffentlich stehen draußen auch direkt ein paar Pferde parat, dass wir noch loskommen irgendwie. Wenn du rausgehst, möchte ich, dass du Tommy und Joel ablöst. Die Jungs sind schon viel zu lange da oben. Wo treffe ich sie? Geh zum Posten im Nordwesten, da sollten sie heute noch hinkommen. Sei vorsichtig, in letzter Zeit wurden sehr viele Infizierte gesichtet. Na klar. Ich wollte mir die Bachpfade vornehmen. Das müsste dann niemand anders übernehmen. Early, kennst du die Bachpfade? Nicht gut. Dina war schon oft dort.
So, dieses Let's Play läuft jetzt noch 4 Minuten und der Anfang hat mich abgeholt, aber seit knapp 10 Minuten langweile ich mich so ein bisschen, um ehrlich zu sein. Hast du kurz Zeit für mich? Oh, Alter, ey. Was ist? Noch ein Dialog und noch ein Dialog. Ich weiß nicht, was mit dir und Joe los ist. Maria, du bist ihm sehr wichtig. Und er ist doch gut nicht, jetzt, Freunde. Okay. Können wir los? Ja? Ja. Okay. Okay. Dann entschuldige. So. Pass auf. Komm. Mach ich. Also wenn hey, ich jetzt mich mit noch irgendwie Arbeit. Unterhalten muss, dann schlafe ich echt gleich ein. Bringst du deine Freundin bitte zu den Stellen? Ernsthaft hey, jetzt? Können wir reden? Honestly? Hey, Leute, ich bin raus. Können wir mal langsam anfangen? Können wir reden? Wollt ihr mich verarschen, Naughty Dog? Ey, ich spiele dieses Spiel nicht, um eine halbe Stunde lang nur dumm rumzulabern. Ich werde langsam ungehalten. Tut mir leid, dass ich gestern einfach abgehauen bin. Ja, ist doch gut oh, jetzt. Kein Problem, ich verstehe das. Ich fühle mich nur mies. Warum? Na, weil ich schuld an dem Ganzen war und... Ich hätte dich nicht einfach vor allen Leuten küssen sollen. Ach, Leute, wisst ihr, was wir machen? Ich interpretiere da nicht. Stoppe rein. Hier jetzt mal kurz das Let's Play. Ich könnte natürlich jetzt alles überspringen, aber ich will ja auch wissen, was passiert. Das heißt, ich muss ja dranbleiben. Aber wir machen jetzt hier einen kleinen Cut. Und ich gucke mir den ganzen Scheiß jetzt noch an, der kommt. Ich hoffe mal, es wird nicht noch mehr Dialoge geben jetzt hier am Anfang, bis ich mal endlich losziehen kann. Aber dann steigen wir beim zweiten Let's Play dann ein. Mit dem ersten richtigen Ingame. Ihr seid dann da mit dabei, wenn es euch gefallen hat und ihr nicht eingeschlafen seid, lasst gerne ein Like da unter dem Video, abonniert gerne meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Let's Play, hoffentlich mit ein bisschen mehr Action bei The Last of Us 2.